Wie kann Peter Preutz jetzt auf diese Kampfansage von Stefan Kraft antworten? Er hat jetzt bessere Bedingungen. Ja, und wenn der jetzt einen Feuertag-Sprung macht, dann sehen wir wieder was. Oh, ja. Schießt raus. Ganz flach, wie ein Blatt Papier. Komm, ganz weit hinunter. Und der steht ihn wieder. Ein Wahnsinn, wie ausbalanciert dieser Mann bei der Weite zur Landung kommt. Es 244 Meter, verbessert seinen eigenen Schanzenrekord von gestern um einen Meter, setzt den Sprung, kriegt dafür sogar einmal 19-0. Das ist ein gezogener Hut, ein symbolischer, ja, genau, vom Kampfrichter, und den hat er sich verdient, vom deutschen Kampfrichter in dem Fall. Höchste Großachtung. Zirkt den voll durch wie gestern im ersten. Im zweiten Durchgang gestern hat er ja schon... Vielleicht war er noch ein bisschen angespannt vor seinem Schanzenrekord vorher. Dann Schneefall beginnt, das bringt dich raus. Schau, wie der drinnen hängt, die Brust zwischen den Schienen. Zieht durch, macht Beinspannung da. Schau, und ob ich da rechts aus, sie stoppt, versucht. Das ist... Da ist flach. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Schau, da hebt sogar Goran Janusz seine 72,5 Kilo in die Höhe bei einem Freudensprung. Ein unglaublicher Satz von Peter Preutz. Und es ist so schwierig. Wie merkst du mit der Jury, wenn die ein bisschen Luft drinnen haben und die springen so, die steuern. Das ist so schwer. Dann verkürzt, dann dreht der Wind vielleicht. Dann, das ist, aber was passiert jetzt bei Kenneth Gagnes? Der